habe meine Zweifel, dass wir Menschen tatsächlich in der Lage sind, das Klima zu beherrschen, zu verändern, angesichts der gewaltigen, größtenteils unerforschten Einflüsse von Sonne, Natur, Sonne, Universum und Mond. Wir sehen es gerade am Thema Erdmagnetfeld. Wir sollten daher unsere ganzen Kraft und Ressourcen eher dahin richten, die Auswirkungen des immerwährenden Klimawandels zu beherrschen oder besser gesagt ertragbar zu machen. Sei es in unserer Wasserversorgung, unserer Lebensmittelproduktion, sei es Energiegewinnung, Rückbau früherer Naturbausünden, dem Raubbau, den wir betreiben an diesem Planeten und einem Leben im Einklang mit der Natur. Und wenn wir diese Themen angehen, haben wir mehr Erfolgsaussichten. Und was hilft es uns, wenn wir alle Ressourcen gegen etwas verschwenden, was wir wahrscheinlich nicht ändern können und am Ende unvorbereitet vor den tatsächlichen Auswirkungen stehen? Ich als Einzelperson habe kein Programm zum Thema Digitalisierung. Es ist ein wichtiges Thema für die Gesellschaft. Die Frage ist, betrachten wir es als etwas Unausweichliches, was wir kaum beeinflussen können, oder wollen wir als Gesellschaft uns vorab ein paar Fragen dazu stellen? Wir sollten aus anderen Themen lernen, die uns überrascht haben, wie Atomenergie oder E-Mobilität. Gerade die künstliche Intelligenz beinhaltet auch Fragestellungen, ethische Fragestellungen und Auswirkungen auf Überwachungsmechanismen, die Diktatoren ein fettes Grinsen auf die Schultern bringen. Und vielleicht sollten wir als Gesellschaft vorher gucken, was wollen wir und was wollen wir eventuell auch nicht. Und nicht erst hinterher ein böses Erwachen haben, wenn wir es haben laufen lassen. Wohnraum ist ein ganz besonders spannendes Thema, was leider gern zu billigen Parolen missbraucht wird, weil oft diejenigen, die die Ursachen mitgelegt haben für unsere heutige Situation, am meisten heute mit dem Thema Mietwucher daherkommen. Sei es die Fragen des massiven Verkaufs alter Sozialbestände an Großinvestoren, seien es immer größere Auflagen, immer teurere Auflagen, die zu immer teurerem Bauen führen, Fragen Mietrecht, die manchmal skurril sind und Investoren, private Eigentümer abschrecken. Und natürlich letztendlich die Nullzinspolitik, die Spekulation ganz einfach anzieht. Was können wir tun? Auf alle Fälle Ende des Verkaufs der Altbestände, ein flexibleres Recht im Mietsystem wie auch im Vergaberecht, flexiblere Nutzung der Flächen und keinesfalls ein Mietendeckel. Dessen Auswirkungen konnten wir schon zu DDR-Zeiten bewundern, das brauchen wir nicht nochmal. Ja, bleibt die Frage, warum ich eigentlich den Weg in die Politik suche. Das ist für mich eigentlich der größte Antrieb, weil ich der Meinung bin, dass unser politisch-demokratisches System sich eine Sackgasse bewegt hat in den letzten Jahrzehnten. Wir drehen uns immer im Kreis um die gleichen Fragen. Das Parlament wird zusehends von Berufspolitikern und Parteien, ja, dauerbesetzt und wir haben kaum noch Menschen aus der Mitte der Bevölkerung, die im Parlament zu finden sind. Und wir können besser unsere Themen behandeln und bearbeiten, wenn wir wieder zulassen, dass Menschen aus der Mitte der Bevölkerung ins Parlament kommen. Unsere erste Stimme gibt uns die Möglichkeit, da müssen wir keine Parteien wählen. Die Menschen müssen es nur wieder sehen und verstehen, dass wir die Option haben. Und dann hätten wir eine ganz andere Diskussionsgrundlage, dass nicht nur Parteien darüber entscheiden, Berufspolitiker, wie wir die Themen in unserem Land betrachten. Und deswegen meine Bitte an die Menschen, schauen Sie hin und gucken Sie, was mit der ersten Stimme möglich ist.